herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag, in dem zwei Begriffe besonders häufig auftreten werden, jeden Tag, nämlich Tradition und Moderne. Was auch häufig vorkommen wird, sind Bilder und Beschreibungen von Poeten und dann vielleicht auch noch von zwei Theologen und Philosophen. Grundsätzlich geht es in diesem Vortrag aber nicht um Poesie oder um Philosophie, sondern die Entwicklung von Poesie an der Wende vom 19. und 20. Jahrhundert und dann Rezeption westlicher Philosophie Mitte des 20. Jahrhunderts sollen ja als zwei Beispiele dienen, wie das Verhältnis zwischen Tradition und Moderne konzipiert worden ist. Konzepte vom Verhältnis, zwischen Tradition und Moderne spielen sowohl in der wissenschaftlichen Betrachtung soziokultureller Vorgänge eine Rolle, als auch in der Entwicklung, ideologischer und epistemischer Konstruktionen. Zum Beispiel im Iran, aber natürlich nicht nur im Iran. Dass die Beispiele, wenn ihr jetzt mehrheitlich vom Iran stammen, liegt an der Umgebung hier, am Titel der Einladung. Und ich werde allerdings immer wieder ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, auch um klar zu machen, dass vieles, was ich hier zu sagen habe, nicht eine iranische Spezialität beschreibt. Es gibt zwei Beispiele, die ich Ihnen hier bringe, nämlich die Entwicklung der persischen Poesie im Iran im Dreh vom 19. bis zum 20. Jahrhundert, besonders im Zusammenhang mit Dichtern, die oft als konstitutionelle Dichter bekannt sind, und auch eine Rolle, wenigstens eine literarische, im Umfeld der konstitutionellen Revolution im Jahr 1906 gespielt haben. Dann gibt es wir werden ein paar Dichter zu sprechen kommen als Beispiele. Dann kommt ein Beispiel B, und da geht es um die Kritik und Rezeption moderner westlicher Philosophie, wobei ich mich hier auf die Gelehrten Mohammad Hossein Tabatabai und Murtaza Mutahari konzentrieren werde. Bei einem anderen Herrn ist auch die Rede, Mohammad Ali Khodri, was der in dieser Präsentation zu tun hat, wird ebenfalls noch erläutert werden. Und daraus kann man dann vielleicht so ein paar Schlussfolgerungen ziehen, die anhand dieser Beispiele, im Rahmen dieser Beispiele, das Verhältnis zwischen Tradition und Moderne zu verstehen sein. Verhältnis zwischen Tradition und Moderne ist, wie gesagt, Thema in zahlreichen epistemischen und ideologischen Konstruktionen, besonders im Rahmen von Identitäts- und Reformdiskursen, und sehr bewusst und soziokulturell sehr wirkmächtig Reformdiskurse begannen nicht nur im Iran in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ich kann sagen, sie setzen sich bis heute fort. Beide Begriffe werden sehr oft in irgendeiner Form als Gegensätze oder als im Konflikt miteinander stehend gesehen. Ein besonders augenfälliges Beispiel ist der Umgang mit dem Verhältnis Tradition und Moderne in der Pahlavi-Zeit, sowohl in der offiziellen Darstellung und Politikpraxis der Pahlavi-Dynastie selber, in ihrer soziokulturellen Theorie und Praxis, und dann auch im Denken und in den Publikationen von Intellektuellen während der Pahlavi-Zeit bis Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Verschiedene Denker und Praktiker, Aktivisten konnten natürlich unter Tradition und Moderne Verschiedenes verstehen, das taten sie auch. Was unter den Begriffen Tradition bzw. Moderne jeweils zusammengefasst wurde, das kann erstens verschieden sein von Denker zu Denker und zweitens wird es nicht immer so deutlich erklärt.
Ich werde jetzt in diesem Vortrag hier nicht eine Tiefenanalyse darüber anstellen, was wer nun genau unter Tradition und Modern verstanden hat, sondern eher darauf hinweisen, dass gerade die Unschärfe, mit der Denker und Aktivisten, Ideologen oder überhaupt soziokulturell relevante Strömungen mit diesen Begriffen umgehen, sehr aussagekräftig ist über deren intellektuelle und soziokulturelle Agenda. Ein Aspekt des Reformdiskurses, der seit Ende des 19. Jahrhunderts einsetzt, wird ganz besonders behandelt werden, nämlich Konstitutionalismus. Das heißt, eine gesetzliche Einschränkung, welcher Form auch immer, der absoluten Macht des Monarchen. Das war im Iran, aber nicht nur dort, natürlich ein sehr aktuelles Thema, denn der Iran und andere Staaten, in denen Konstitutionalismus aufkam, waren Monarchien, viele sogar absolutistische Monarchien. Man könnte einerseits Konstitutionalismus einfach als einen weiteren Aspekt von Reformdenken und Reformpraxis verstehen. Auf der anderen Seite gibt es gute Gründe, ihn besonders hervorzuheben, denn allen Reformdenkern und Reformaktivisten war klar, dass keine Reform nachhaltig sein würde, wenn sie von einem absolutistischen Herrscher nach Gutdünken eingeführt oder wieder abgeschafft werden konnte. Daher ist der Konstitutionalismus eben ein Denken, das sehr viele Reformbewegte eint, um ihren Reformen, was auch immer sie darunter verstanden, Nachhaltigkeit und gesetzliche Gültigkeit zu verleihen. Zusammen mit der konstitutionellen Bewegung, nicht nur im Iran, sondern auch im Osmanischen Reich der damaligen Zeit oder auch wenn man es auf Augen fällt, in Ägypten, ist Konstitutionalismus, wie Reform überhaupt, immer auch literarisch begleitet worden. Es gab im Iran und in der arabischsprachigen Welt sowie im türkischen Schrifttum zu jener Zeit eine eifrige Publizistik in Prosa und in Dichtung, welche Reformgedanken thematisierte. Diese sogenannte konstitutionelle Dichtung oder Dichtung der Reformzeit unterlief selber eine Reform. Es ist auch ein Thema dieses Vortrages, wie sich dichterische Konzepte, also Auffassung darüber, was Dichtung sein bzw. sein solle, und dann eben auch formale und thematische Aspekte der Dichtung sich während der Reform ebenfalls veränderten. So gesehen ist eben konstitutionelle Dichtung nicht einfach ein Ausdrucksmittel von Reform oder von Konstitutionalismus, sondern konstitutionelle Dichtung ist selber Teil der konstitutionellen Bewegung. Der Wandel in Praxis und Konzept von Poesie hängt sehr ehrennah betrachtet auch mit veränderten äußeren Gegebenheiten der dichterischen Produktion und Rezeption zusammen. Im 19. Jahrhundert kamen nach und nach in der islamischen Welt, Iran und anderswo, Presse und andere moderne, darauf würde ich heute sagen, neue Medien auf, also Zeitungen, Zeitschriften. Diese Zeitungen und Zeitschriften wurden in der islamischen Welt genauso wie in Europa und in Amerika als Plattformen für die Verbreitung dichterischer und literarischer Produktionen genutzt. Persischsprachige, arabischsprachige, türkischsprachige Dichter nutzten diese Medien alsbald zur Verbreitung ihrer künstlerischen Produktion, und nicht wenige
Literaten in der islamischen Welt, genau, außerhalb, betrieben zum Teil sogar selber literarische oder berichterstattende oder beides Zeitungen und Zeitschriften. Also es gab eine ganze Menge von Beispielen, an die wir auch sehen, von Dichterpublizisten oder Literatenpublizisten. Und dieses neue Medium bedeutete nun auch ein gewandeltes Verhältnis zwischen Produzent von Literatur und Rezipient von Literatur. Vor dem Aufkommen dieser neuen Medien produzierte ein Dichter unmittelbar für ein erlesenes Publikum, das nicht anonym war, also das er vor sich hatte und dem er seine Gedichte vortrug. Und dieses Publikum war meistens so sehr literarisch gebildet, dass es selber ebenfalls Dichtungen schrieb oder hätte schreiben können oder jedenfalls meine dichterische Produktion unmittelbar und maßgeblich kritisieren konnte. Was Dichter und Publikum verband, war ein, man sagen, humanistisches Bildungsideal, das unter dem Schlagwort ADAP zusammengefasst wird. Und die Träger des ADAP verstanden sich als eine, oder waren auch zum Teil eine intellektuelle, soziale und künstlerische Elite, die sich dank ihrer ADAP-Trägerschaft als sozial und kulturell besonders wertvolle Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft verstanden und als Vorbilder für andere. Das bedeutete auch, dass der Dichter sich vor dichterisch oft genau gleich kompetenten Publikum zu beweisen hatte. Und um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, musste er irgendeinen Patron, einen Gönner, mit seiner Dichtkunst beeindrucken. Das heißt, wer von seiner Dichtung leben wollte, brauchte Patronage, nicht Herausgeber, sondern Patronage. Oder er musste aus anderer Quelle reich genug sein, um es sich erlauben zu können, zu dichten. Das änderte sich. Zeitungen waren nicht nur Plattformen für die Verbreitung von Dichtung oder anderer Literatur, sondern Zeitungen bezahlten die Literaten auch, weil sie brauchten nun keinen Patron mehr, beziehungsweise das Presseorgan war eben der Patron. Zweitens, und das ist viel einschneidender, das Publikum, das die Literaten und wir die neuen Medien erreichen wollten, war ein anonymes Publikum. Man kannte sich ja nicht unbedingt. Und man konnte auch, der Dichter konnte nicht damit rechnen, dass die Adressaten seiner Dichtung, wir die neuen Publikationsorgane, ebenfalls Träger des ADAP seien. Mit anderen Worten, er musste eine Sprache finden, die einerseits vertraut war und musste dennoch publikumswirksam seine Botschaft verbreiten. Mit anderen Worten, das Publikum, das frühere Dichter vor Verbreitung dieser neuen Medien erreichten, war ein elitäres Publikum. Dieses anonyme Publikum, das über die neuen Medien Wissen zu erreichen galt, war eben ein nicht elitäres oder nicht unbedingt elitäres Publikum. Das passte prima zusammen für die Inhalte, welche konstitutionell oder überhaupt reformisch bewegte Literaten unter die Leute zu bringen suchten. Reformische Strömungen waren eine vielgestaltige Angelegenheit. Reform ist denn auch ein von äußeren Betrachtern angelegtes, oft auch im Nachhinein angelegtes Schlagwort und ein Sammelbegriff für Strömungen wie etwa Konstitutionalismus, Nationalismus, Islamismus und so weiter und so weiter. All diese
all diese Strömungen haben gemeinsam, dass ihre Vordenker, also konstitutionalistischen Vordenker, nationalistische Vordenker, islamistische Vordenker, zwar sehr wohl der Elite entstammen konnten, dass Konstitutionalismus, Nationalismus und Islamismus aber nicht funktioniert, wenn nur die Elite mitmacht. Das heißt, es muss irgendwo zu einer Massenbewegung werden. Und daher traf es sich ganz gut, dass Dichter nun über die neuen Medien ein neues, nicht-elitäres Publikum erreichen konnten, dem sie auch nicht-elitäres Gedankengut vermitteln wollten und sollten. Das heißt, die Dichtung im Zeichen dieser Reform bekam nun eine Tendenz zum ebenfalls nicht-elitär. Wie das dann genau aussieht, das soll jetzt dann gleich, das soll jetzt gleich beschrieben, werden. Wenn man, sei es arabische, türkische oder persische Dichtung aus den Anfängen der Reformzeit liest, hat man das Gefühl, auf den ersten Blick, dass sich gegenüber der klassischen, sogenannten klassischen Dichtung, eigentlich nichts geändert hat. Darauf werden wir zurückkommen. Vorerst muss auch nicht gesagt werden, dass natürlich nicht alle Anhänger der konstitutionellen Bewegung die Dichtung verfassen, konstitutionelle Dichtung verfassten. Das heißt, Dichtung, der anzumerken ist, dass ihr Verfasser Anhänger der konstitutionellen Bewegung ist. Zweitens ist vorauszuschicken, dass die folgenden Beispiele, vielleicht mit Bildern, von Dichtern zur Zeit der konstitutionellen Bewegung im Iran zeigen sollen, wie sich deren Dichtung von vorkonstitutioneller Poesie unterscheiden kann und wie sie in Form und Inhalt Moderne vermittelt. Jetzt folgen ein paar Bilder. Dieser Herr heißt Reza Khan Danish Tabrizi. Er war ein typischer Vertreter von Adab-Wissen, auf höchstem Niveau literarisch gebildet, dann aber auch, das zeigt ebenfalls diese Umbruchszeit, in mehreren europäischen Sprachen fließend. War vertraut durch eigene Anschauung mit dem Westen und seiner Kultur, denn wegen seiner Sprachkenntnisse fungierte als Übersetzer von Nasruddin Shah auf dessen Europareisen, fungiert als hochrangiger Diplomat in Europa und im Osmanischen Reich, vertrat Iran an der Friedenskonferenz in Den Haag 1899, dort ist auch eine Statue von ihm zu sehen, wenn er mal hingeht, ist der, und 1921 beim Völkerbund. Ich werde gleich erklären müssen, warum ich diesen Herrn hier eingeführt habe, denn das war kein Konstitutionalist. Sonst hätte ihn Nasruddin Shah wohl kaum auf seine Reisen mitgenommen. Denn wer wüsste das besser als iranische Monarchisten? Monarchen haben was gegen konstitutionelle Revolutionen. Das war nicht mehr in Iran. Ein zweiter Grund, warum ich erklären muss, warum ich diesen Herrn hier aufgeführt habe, ist, dass er Dichtung auf Französisch geschrieben hat. Es war kein Wunder, denn die französische Sprache war damals die internationale Diplomatensprache und Land der Kultur. Außerdem verfügte sie damals, wir sprechen außer von Ausgehen im 19. Jahrhundert, über die wohl innovativste Dichtung und Prosa. Und wenn man neue Strömungen der Weltliteratur mitkriegen wollte, dann tat man es am besten im Rahmen der französischen Literatur. Dann schrieb er auch persische Dichtung und dieser persischen Dichtung, die er schrieb, ist weder irgendetwas von Reform im soziokulturellen oder politischen Bereich anzumerken, noch irgendeine stilistische Änderung gegenüber der klassischen Dichtung von etwa Sa'di oder Hafiz. Ich merke das einfach an, vielleicht zwar seine Klammern, weil oft gesagt wird, dann ist eigentlich alles falsch, da muss ich differenzieren, dass die sogenannte moderne persische Literatur durch den Kontakt mit europäischen Literaturen aufgekommen sei. Und
Nun ja, wenn man sich das Œuvre dieses Herrn anschaut, dann müsste einem ja immerhin wundern, dass jemand, der mit französischer Literatur so gut vertraut war, es gibt noch andere Beispiele von Literaten, die auch französische Werke ins Persische übersetzten, dass ein Mann, der so gut vertraut war mit westlicher Literatur, sich von dieser offensichtlich überhaupt nicht in seiner persischen Richtung beeinflussen ließ. Der Mann ist kein Einzelfall. Wie gesagt, es gibt unter arabischsprachigen, türkischsprachigen und persischsprachigen Literaten der damaligen Zeit eine ganze Menge von Beispielen von Leuten, die sich bestens mit damaliger europäischer Literatur auskannten, aber in ihren muttersprachlichen Werken keine Spur von irgendeiner Beeinflussung zeigen. Wir werden auch darauf noch zurückkommen. Zuerst noch zu einem anderen Herrn, einem gewissen Mohammad Yusuf Sadeh Rahman, das war der Künstlername Hamadani, der nun in seiner Jugend in der Tat berühmter Anhänger des Konstitutionalismus und der Verfassungsrevolution war, auch aktiv daran teilnahm, und der ebenfalls richtete, allerdings erst nach seinem Rückzug aus dem politischen Leben. Und was er dort richtete, lässt nicht erkennen, dass es im Iran je eine konstitutionelle Revolution oder überhaupt irgendwelche Reformbewegungen gab. Auch im Werk von Rahman Hamedani ist vor allem von Rosen und Nachtigallen die Rede. Also eine vielgestaltige literarische Szene, sollte nicht denken, dass sich die Dichtung nun zwangsweise oder unter den Druck der Ereignisse stellt. Was auch immer sich in der persischen Literatur verändert hat, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, war letztlich dann eben doch eine ästhetische Wahl eines oder einer bestimmten Literatin. Beide, die ich hier vorgestellt habe, hätten die Möglichkeit gehabt, sich beeinflussen zu lassen von nicht-persischer Literatur, wenn die Wandlungen der persischen Literatur denn einfach durch Einflüsse erklärt werden könnten. Den nächsten Herrn, den ich vorstelle, kennen wahrscheinlich die meisten aus verschiedenen Zusammenhängen. Es ist Mirza Alakhan Kermani. Okay. Wenn man die Lebensdaten anschaut, dann ist natürlich schon mal zu sagen, dass er kein Teilnehmer an der konstitutionellen Revolution war, weil ab 1996 gestorben ist, beziehungsweise besser gesagt hingerichtet wurde, weil man ihm das Attentat auf Nasser al-Din in die Schuhe geschoben hatte. Es wäre auch eine grobe Verkürzung seines Lebenswerkes, wenn man ihn einfach als Literaten behandeln würde. Mirza Alakhan Kermani war eigentlich ein umfassend gebildeter iranischer Intellektueller und Reformdenker aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er verfocht in seinem Reformdenken sowohl Nationalismus, Konstitutionalismus und Pan-Islamismus. Und Pan-Islamismus hat er vor allem durch seine Bekanntschaft mit Al-Afghani kennengelernt. Und man mag sich wundern, warum sich in seinem Reformdenken all diese Strömungen finden. Und da ist auch anzumerken, dass er aber weit nicht der Einzige ist, der einzige Denker ist, bei dem sich diese verschiedenen Strömungen vereint finden. Dass sich so viele Strömungen in einem Denker vereint finden, ist oft erklärt worden in der Literatur oder abgetan worden, in der Literatur mit eklektisch. Dazu sind zwei Dinge zu sagen. Erstens, viele dieser Begriffe, Nationalismus, formal Pan-Islamismus, sind Labels, die später zur besseren Übersichtlichkeit oder scheinbaren Übersichtlichkeit dieser Strömungen angeheftet worden sind. Andere dieser Bezeichnungen gab es damals zwar schon, sie sind in späterer Zeit aber oft uminterpretiert worden. Unter Nationalismus versteht man vor allem in der arabischen Welt heute, besonders seit Nasser, sehr oft republikanischen Nationalismus. Das war zur Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts aber keineswegs unbedingt so. Nationalisten konnten sich sehr wohl
in einer Monarchie wohlfühlen. Und viele, die nationalistisches Gedankengut vertreten, vertreten im gleichen Atemzug, oft in einem demselben Werk. Und ohne den Anschein zu erwecken, dass das widersprüchlich finden, auch noch auch eine Form von konstitutionellem Monarchismus. Weiter ist zu sagen, dass all diese Strömungen noch nicht zu staatlich verordneten Ideologien geworden waren. Das heißt, dass keine dieser Strömungen ist obrigkeitlich verordnet worden, keine ist damals noch zu einer Staatsdoktrin geworden, so dass man sich hätte entscheiden müssen, welche Strömung von Reformdenken man denn staatlich verfolgen möchte. Weiter haben alle diese verschiedenen Strömungen, Nationalismus, Konstitutismus und Panislamismus, eines gemeinsam, sie entstanden in derselben historischen Situation, nämlich zur Zeit des Imperialismus und Kolonialismus, wo sich viele Länder, nicht nur islamische, auf ihren eigenen Gebieten durch europäische Mächte herausgefordert sahen. Und all diese verschiedenen Strömungen, von Nationalismus bis Panislamismus, taugten als Gegenströmung zum Imperialismus und daher waren sie alle verwendbar. Und zwar bei einem und demselben Denker. Es gibt auch nicht wenige arabische Literaten, die in einem und demselben Gedicht zum Beispiel sowohl den osmanischen Sultan besingen, als auch arabischen Nationalismus propagieren und dann noch den Segen Gottes auf den Herrscher herabflehen und ihm wünschen, er möge alle Muslime der Welt unter seinem Banner vereinigen. Kein Widerspruch. Es gab auch Diskussionszirkel noch und noch solcher Reformdenker, wo in einem Zirkel all diese Ideen vertreten und ausgetauscht worden sind. Nun, was Mirzawa Khankermani im Rahmen dieses Vortrages interessant macht, ist, dass er auch gedichtet hat. Vielleicht noch mehr allerdings deshalb, weil Agha Khankermani, wie so etwas wie das andere, ganz klare Ideen hatte, was gute und was schlechte Dichtung ausmachte. Schlechte Dichtung war Dichtung, die verweichlichte, die den nationalistischen Elan dämpfte. Schlechte Dichtung war Dichtung, die tyrannische Herrscher lobte. Und schlechte Dichtung war alle Dichtung, die zum Eskapismus und zur Weltflucht einlud. Wenn wir das runterbrechen auf die klassische persische Dichtung, so schieden für Kermani folgende Genres als wertvolle Dichtung aus. Erstens, mystisch-metaphysische Dichtung. Das heißt, alles, was irgendwie mit Mystikertum in der Dichtung zu tun hat, das galt als Weltflucht und Eskapismus. Dann die ganze Panegyrik, weil die sich immer an Monarchen richtete und Monarchen waren für Kermani fast schon per Definition tyrannisch. Gut, jetzt fasse ich mich vor, was bleibt. Das Einzige, was eigentlich verschont an der klassischen persischen Dichtung ist, ist Ferdowsi. Ferdowsi ist für ihn ein guter Dichter und sein Werk, das Shahnameh, ist eigentlich das Paradebeispiel für gute Dichtung überhaupt. Denn es, aus Kermanis Sicht, besingt Heldentum. Es spornt an, sich fürs Vaterland einzusetzen und es macht den Rezipienten zu einem guten Patrioten. Und Kermani war von dieser Idee so überzeugt, dass er selber ein Salar-Name, gewissermaßen als ein modernes Salar-Name dichtete, diesmal aber nicht über die verflossenen vorislamischen Könige, sondern über die aktuell existierende Lage des Iran zu seiner Zeit, an der er die Dekadenz und die Korruption des vom Hof, Staat und Gesellschaft geistet. Dieses Salar-Nameh unterscheidet sich formal, aber in nichts vom Shahnameh. Es gibt Doppelreime,
die sich genau beim Schach nehmen. Und Kermanie benutzt auch genau dasselbe Metum, um das zu schreiben. Das heißt, es ist eigentlich, könnte man sagen, eine Art von Klassizismus. Das heißt, die Reformideen, die Kermanie thematisiert, werden in einer voll und ganz klassischen Form dargeboten. Das scheint aufs Erste widersprüchlich, das heißt, die allermodernsten Themen werden eigentlich in der Form der allerältesten fassbaren persischen Dichtung, also nicht allerältesten, aber etwas des ältesten Hauptwerkes der neupersischen Dichtung dargeboten. Auf den zweiten Blick ist das vielleicht doch nicht, ist diese klassizistische Wende zur Vermittlung von Reformgedanken doch nicht zu überraschen. Wenn wir über Iran hinausblicken, sehen wir dasselbe Phänomen im arabischen Schrifttum. Dort dichten Reformdichter bis weit ins 20. Jahrhundert hinein im angestammten Themenkreis und in den Formen der arabischen Qasida. Das ist auch deshalb so, weil die Qasida erstens eine sehr vertraute Form ist und eine sehr wertgeschätzte literarische Form, die nötige Würde hat, umso wichtige Ideen wie Konstitutionalismus und überhaupt Reformdenken den Menschen zu vermitteln. Und so gilt eben für Kermani auch das wertgeschätzte Vorbild des Ferdowsi als das Werk oder die Form, die die nötige Weihe hat, um sein reformisches Gedankengut zu verbreiten. Wenn man über die islamische Welt hinausblickt, dann sieht man auch, dass Klassizismus nicht nur dort eine Rolle spielt, nicht nur in der Literatur. Es gibt auch in Europa des 19. Jahrhunderts, wo ebenfalls Reformdenken blühte, Historismus in der Malerei, in der Architektur, dann wieder zurück in die islamische Welt. Es gab in Ägypten den Pharaonismus, in Iran gab es dann den Iranismus. Und diese Rückkehr zu einer alten Form stand oft im Zusammenhang damit, die eigene Kultur, das eigene Land oder die eigene Nation wieder zu einer erträumten alten Größe zurückzuführen. Zum Beispiel den Iran wieder zu der Blüte zurückzuführen, die er in der Achäriden- und Sassanidenzeit hatte. Viele europäische Monarchen träumten davon, wieder so groß und mächtig zu werden wie die alten Römer. Und das Beschwören eines idealisierten frühen Ideals mit dessen dichterischen Formen, die damals gepflegt worden waren, konnte in der bewegten Zeit der Moderne, wo die Reformen oft die Menschen verwirrten, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, beruhigen wirken, beziehungsweise sie umgab diese neuen Inhalte mit einer vertrauten Form. Das ist das, was ich meine, wenn ich von neuen Wein in alten Schläuchen spreche. Das heißt, der Traditionalismus in der Form ist eben kein Gegensatz zur Moderne. Traditionalismus dient dazu, dient nicht als Gegensatz zur Moderne, sondern er dient dazu, Moderne zu vermitteln. Ein weiterer Mann hier im Zentrum des Bildes, Mirza Mohammad Barbanati, schrieb nun ebenfalls wie Kermani, in klassischer Form antiimperialistische Dichtung. Auch er war kein aktiver Teilnehmer, zu seinen Lebensdaten an der konstitutionellen Revolution, aber Denker und Literaten wie Barbanati und eben Kermani leisteten geistige Vorarbeit, die dann in der konstitutionellen Revolution und darüber hinaus aufgegriffen und fortgeführt wurden. Er war ebenfalls fließend in mehreren orientalischen, mehreren westlichen Sprachen, verbrachte längere Zeit in Europa. Er versuchte sogar eine neue Universalreligion
zu gründen. Übrigens auch nicht den Baismus, sondern noch wie was anderes. Versuchte im Islam, Christentum und Mosaismus, wie er es nannte, zu kombinieren. Hat sich nicht durchgesetzt. Trat hervor als Verfasser patriotischer und antiimperialistischer Dichtung, in der das Zeitgeschehen kritisch thematisierte. Seine bevorzugte Form war das Ghazal, das man seit Jahrhunderten als eine der Hauptformen der persischen Dichtung kannte. Also auch hier wurde Moderne oder Kommentare zur Moderne, die Vermittlung von Moderne durch Tradition. Und wieder auch für Babanati gilt, er war vertraut genug mit nicht-orientalischer Literatur, dass er sich hätte beeinflussen lassen können und so ein Wegbereiter für neue Formen der persischen Dichtung werden können, der Anschluss zur modernen persischen Dichtung einfach auf Einfluss durch europäische Literatur zurückgeführt werden könnte. Was es eben nicht kann. Ein allgemein bekannterer Mann ist Ahmad Adib Pish Awali, ein Peshawar, wie sein Name sagt, den ich als Poet Adoptus bezeichnet habe, weil er einerseits Schüler eines der führenden schiitischen Gelehrten und Philosophen des 19. Jahrhunderts, Mollah Hadi Sabzevari, war und auf der anderen Seite mit zahlreichen europäischen Sprachen und europäischen Gedankengut seiner Zeit vertraut war. Seine Anhängerschaft an Mollah Hadi Sabzevari war für ihn problemlos vereinbar mit Angehörigkeit zu einer Frauenmahaloge. Und er tat sich dann hervor als ein Literaturschaffender, ebenfalls typisch ist für die damalige Zeit, nicht nur im Orient, nämlich als Dichter, Journalist. Viele seiner Gedichte erscheinen in der Presse. Auch das ist keine orientalische Spezialität. Viele Literaten des 19. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Balzac oder Theodor Fontane, ließen ihre Romane oder ihre Gedichte in Zeitungen drucken und kommentierten damit das Zeitgeschehen oder zeichneten damit ein Bild der Gesellschaft ihrer Zeit. Und bis vor noch nicht allzu langer Zeit, bis dann die ganz neuen Medien aufkamen, leisteten sich viele Zeitungen einen Fortsetzungsroman. Das fing damals an und das war in der islamischen Welt genauso. Und interessant ist auch, dass Pishawari ebenfalls wie Kermani eine Nachdichtung zum Shahnameh und den Titel Faisalnameh verfasste, genau wie Kermani über Irans Lage als Spielball der Imperialmächte. Das heißt, er stellte das Zeitgeschehen jetzt mit denselben poetischen Mitteln dar, wie Ferdowsi das Geschehen in vorislamischer Zeit in Iran und an Iran. Ein Geschehen, das er wie sehr viele andere Literaten im persischen, arabischen, türkischen Sprachraum besonders gerne und besonders feurig kommentiert, ist der russisch-japanische Krieg. Und hier sollten wir gleich wieder eine Klammer aufmachen, von 1904 bis 1905. Der russisch-japanische Krieg endete mit dem Sieg der japanischen Armee über die zaristische russische Armee. Und dieses Ereignis hatte in der ganzen Welt, besonders aber in der islamischen, einen ungeheuren Niederschlag. Aus verschiedenen Gründen. Erstens war hier eine derjenigen Mächte geschlagen worden, die ja in der islamischen Welt selbst um imperialistischen Einfluss wetteiferte. Und dann war Russland von einer Macht geschlagen worden, die gerade erst ein paar Jahrzehnte vorher angefangen hatte, sich zu reformieren aus Sicht dieser Reformdenker, mittels derselben Reformen, die sie ja andachten für die islamische Welt. Das heißt, dieser Sieg Japans über Russland war für Reformdenker eine mächtige Bestätigung dafür, dass diese Reformen, wenn man sie denn nur umsetzte, garantiert zum Erfolg führten und garantiert die eigene Kultur, das eigene Land, die eigene Religion, was auch immer,
zu einem konkurrenzfähigen Akteur auf der Weltbühne und zu alter Größe und Würde zurückführen würde. Was nun für konstitutionalistische Denker besonders anziehend war an diesem japanischen Sieg, war die Tatsache, dass Japan 1890 im Zuge dieser Reformen eine Verfassung verabschiedet hat, während die dem preußischen Modell nachempfunden war, das spielt jetzt keine Rolle. Das heißt, Konstitution war, so wurde es gesehen, genau wie für Japan, so auch für die islamische Welt eben ein Garant für Konkurrenzfähigkeit im internationalen Wettbewerb der Mächte. Bishop Ali war nicht der Einzige, der das aufgriff, und er war auch nicht der Einzige, also weder unter den iranischen Literaten noch überhaupt unter den Literaten seiner Zeit. Im türkischen Schrifttum von damals findet man haufenweise Kommentare über diesen russisch-japanischen Krieg, und der neoklassische ägyptische Dichter Muhammad Hafez Ibrahim widmet diesem russisch-japanischen Krieg mehrere Passiven. Und auch Muhammad Hafez Ibrahim bewegte sich im Umfeld arabischer Reformdenker wie Muhammad Abdul und anderen agendasetzenden Denker und Aktivisten seiner Zeit. Ein weiteres Beispiel, wir gehen vielleicht nicht alle durch, die große Vielzahl dieser Personen zeigt eben, dass es ein Trend war und dass es nicht, was ich hier sage, über den einen Dichter eben nicht eine Einzelerscheinung war, sondern ein weit gestreutes Phänomen. Der nächste Herr heißt Mirza Sadeq Khan Farahani mit Ehrennamen Abibol Mamalek, der erlebte nun die konstitutionelle Revolution, der ebenfalls, wie schon im Titel steht, Publizist und Dichter war. Er stammte aus gutem Hause, Sohn eines Ministers, wurde dann allerdings, seine Familie wurde dann allerdings enteignet vom Schah, was seine antimonarchistische Haltung vielleicht aus seiner Biografie etwas erklären könnte. Er publizierte nicht nur als Dichter, sondern er gründete auch gleich eine eigene Zeitschrift und zeigt ein sehr scharfes Bewusstsein, das er ebenfalls in seinen Artikeln und Dichtungen thematisiert, für die Rolle der Medien bei der Verbreitung von Reformgedanken, und macht sich so zu einem Vorkämpfer für den Liberalismus. Seine Dichtung greift ja das Zeitgeschehen auf, weniger das internationale allerdings, sondern das Sozial- und Staatsbürgerliche Fragen im Iran selber. Allerdings kommentiert auch er den russisch-japanischen Krieg. Das ist schon das zweite Beispiel. Und auch seine Form, die er verwendet, ist vollkommen klassisch. Meistens rasant, oft, manchmal auch Vierzeiler, wenn wir es bei Satirespielen hatten. Und erfüllt diese Form nun eben mit aktuellen sozialen und politischen Themen. Gut. Dass eine klassische Form mit aktuellen sozialen und politischen Themen gefüllt wird, das ist natürlich nicht neu. Das gab es schon immer. Nur dass dies nun im Zeichen einer Reformagenda und von Reformdenken geschieht, das ist neu. Und auch für Adibol Mamalek gilt, der dichtete nicht klassisch, weil er halt nicht anders konnte oder es nicht anders gewohnt war, denn er war ein Kenner westlicher Literatur und hätte sich daher beeinflussen lassen können, aber eben offensichtlich ist Einfluss westlicher Literatur nicht das Entscheidende oder immer nicht das einzige Moment, das das Aufkommen moderner persischer Dichtung erträgt. Es gäbe noch andere Beispiele, über die zum Teil Ähnliches zu sagen wäre, wie über die bisherigen. Zusammenfassend, ich komme gleich auf das zweite Beispiel und dann überziehe ich nicht weiter. Das zweite Beispiel können wir kürzer machen. Die Schlussfolgerung aus dem bisherigen ziehen kann, ist vielleicht, dass wir es dauernd mit traditioneller Form zu tun haben, aber fast immer mit innovativen Inhalten und modernen Themen. Und dass Tradition eben nicht als Antithese zu Moderne fungiert, sondern als Vermittlerin. Und dass dass der Einsatz traditioneller dichterischer Formen eben nicht
wie es oft gesagt wird, dem Zwang der Tradition entspringt, sondern auf einer bewussten ästhetischen Wahl des betreffenden Literaten beruht. Viele Literaten waren ja durchaus mit außer persischen Literaturen vertraut. Als Fazit, wenn man ein bisschen weiter blickt in die modernere, in die jüngere iranische Literaturgeschichte, kann man sagen, dass zuerst der Inhalt modernisiert wurde, wenn man von modern sprechen will, zuerst wurde der Inhalt modernisiert und dann wurde auch die Form, erst dann wurde auch die Form modernisiert. Es ist interessant, das ist nun auch nicht einfach mit Einfluss zu erklären, dass genau dasselbe in der jüngeren arabischen Literatur los ist. Auch dort wurde fast zeitgleich zuerst der Inhalt modernisiert und dann erst, und zwar erst ziemlich viel später, auch die Form. Das zweite Beispiel, B, betrifft nicht Literatur, sondern Philosophie. Und zwar die Rezeption westlicher Philosophie im Iran. Ein Vorgang, der ebenfalls im 19. Jahrhundert einsetzt, aber eine systematische Fassung bekommt während des 20., besonders seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine erste Darstellung, systematische Darstellung westlicher Philosophie, verfasst der Literat und Staatsmann Muhammad Ali Furughi, den man ebenfalls als einen Träger des Adab bezeichnen könnte und der seine Beschäftigung mit westlicher Philosophie einerseits als das versteht, was er sich als gebildeter Mensch schuldig ist und dann auch, was er den Iranern als verantwortlichster russischer Staatsmann schuldig ist. Jedenfalls gebildete Iraner sollen wissen, was im Westen vorgeht und eben auch, was intellektuell im Westen vorgeht. Gut, er verfasste die erste Darstellung westlicher Philosophie, Selek Magda Orupan, allerdings ist das keine kritische Darstellung. Kritik kommt später. Die erste systematische Kritik westlicher Philosophie, oder vielleicht sollte ich besser schreiben, westlicher Philosophien, wurde verfasst von den zwei maßgeblichen Religionsgelehrten des 20. Jahrhunderts, Mohammad Hossein Tabatabai und Murtaza Mutahari. Das ist Murtaza Mutahari. Sie nehmen, soweit sie das können, aufgrund ihrer Sprachkenntnis und der Quellenlage, die sie zur Verfügung haben, eigentlich jede moderne westliche Philosophie durch, von Descartes bis und mit Bergson. Sie tun das, sie gehen die Kritik durch und der Prüfstein für die Kritik ist für sie die sogenannte Lehre von der Eigentlichkeit der Existenz, Asal al-Wujud, des Mullah Sadra aus dem 17. Jahrhundert, diejenige philosophische Richtung, die spätestens seit dem 19. Jahrhundert das philosophisch-theologische Klima im religiösen Establishment des Iran zu dominieren begann. Das heißt, auch sie berufen sich bei der Rezeption von moderner Philosophie auf Tradition, das heißt die traditionelle Philosophie, die seit dem 17. Jahrhundert klassisch und maßgeblich geworden ist. Diese kritische Durchsicht ergibt eigentlich immer denselben Befund, kurz gefasst, um auf philosophische Details einzugehen. Mullah Sadra hat die viel bessere Philosophie als die westlichen Lehrer. Das heißt, wenn man das alles für bare Münze nehmen würde und jetzt nicht selber kritisch lesen würde, dann gäbe es für iranische Intellektuelle eigentlich keinen Grund mehr, sich mit westlicher Philosophie zu befassen. Das war vielleicht auch die Absicht bei der Abfassung dieses Buches, denn auch Muhammad Hossein Tabatabai und Mutahari konnten die Ideen, das westliche philosophische Lehren, zum Beispiel eben den dialektischen Materialismus, im Iran umliefen und keine Macht der Welt, und damals waren Religionsgelehrte ja nicht mehr an der Macht im Iran, keine Macht der Welt konnte das ändern. Das heißt, was man jetzt zu tun hatte als Religionsgelehrter war, Meinungsführerschaft zu übernehmen. Und diese Philosophen nun mit philosophischen Mitteln als intellektuell nicht gleichwertig zu erweisen. Das hätte das letzte Wort sein sollen in der Auseinandersetzung mit westlicher Philosophie, wenn es nach den Autoren gegangen wäre.
Was es dann tatsächlich geworden ist, war gewissermaßen das erste Wort in der Auseinandersetzung des iranischen Intellektuellen seit den 1950er Jahren mit moderner westlicher Philosophie. Diese Gegenrede der beiden Gelehrten befeuerte die Auseinandersetzung einerseits mit islamischer Philosophie unter iranischen Intellektuellen und mit westlicher Philosophie. Und auch da ging es mit der Rezeption und auch mit der kritischen Rezeption westlicher Philosophie im iranischen Geistesleben eben so richtig los. Das heißt, auch hier wirkte beabsichtigt oder unbeabsichtigt Tradition, Berufung auf Tradition, nicht als Antithese zu Moderne oder als Behinderin von Modernen, im Gegenteil, sondern als Vermittlerin von Modernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Seine Version sind auch manchmal in Europa, der westliche Welt.